Wenn ich das Backblech in der Hand habe, dann wird's garantiert wieder lecker. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann herzlich willkommen auf dem Kanal und ja, schau dich mal um, denn hier wird nicht nur gebacken, hier gibt's auch einiges mehr. Ja, ich stehe in der Küche. Heute geht es an den Backofen. Wir backen heute eine Biskuitrolle. Ich finde, das ist einer der leichtesten Kuchen und auch schnellsten Kuchen, die man machen kann. Wir brauchen gar nicht so sehr viele Zutaten und ja, der Zeitaufwand ist wirklich schwindend gering. Ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Hinter mir stehen schon die Zutaten vorbereitet und dann wollen wir auch direkt starten. Da ist schon alles startklar. Ich gehe die Zutaten nicht einzeln durch, das sehen wir während der Zubereitung. Ja, der Mixer ist bereit, eine Schüssel ist bereit, der Backofen ist schon an, der heizt auf 200 Grad vor und ich habe ein gefettetes Backblech im Hintergrund. Und zwar gefettet auf dem Backpapier. Genau, so viel zu den Vorbereitungen. Wir starten mit 4 Eigelb. Zu den 4 Eigelb kommen dann 3 Esslöffel heißes Wasser und das Ganze wird jetzt erstmal verrührt. Dort hinein lassen wir jetzt ein Päckchen Vanillezucker und 125 Gramm normalen Zucker einrieseln. Und das Ganze jetzt schön schaumig schlagen. Schaumig sieht es nicht aus, aber es hat so eine richtig schön cremige, hellgelbe Konsistenz bekommen. Und dort hinein sieben wir jetzt sowohl das Mehl als auch die Speisestärke. Wir brauchen 75 Gramm Mehl und 50 Gramm Speisestärke. Und dann schön untergerührt. Das reicht schon. Und jetzt hole ich mir noch eine zweite Schüssel, denn das Eiweiß, wir haben hier ja noch die 4 Eiweiß, die werden jetzt erstmal noch schön steif geschlagen. Das Ganze sieht jetzt so aus, schön steif geschlagen. Jetzt nehmen wir uns die Masse von vorhin. Den Eischnee gebe ich jetzt da drauf und dann wird das vorsichtig untergehoben. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich mache jetzt hier ein bisschen Platz und dann hole ich das Backblech. Da sind wir wieder. Ich mag es beim Backen und Kochen, wenn immer ein bisschen Ordnung ist. Dann wird es auch nicht so unübersichtlich. Ja, ich hatte vorhin zu Beginn gesagt, das Backblech ist mit Backpapier ausgelegt und das Backpapier wurde gefettet von mir. Und wir geben jetzt diese Masse einfach hier drauf, verteilen das schön und dann geht es eigentlich auch schon an die Backzeit. So kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für 12 bis 15 Minuten. Während der Biskuit, oder doch der Biskuit, das Biskuit, der Kuchen, im Backofen ist, können wir schon mal den nächsten Schritt vorbereiten. Ich habe jetzt hier ein sauberes, frisches Küchentuch und dieses Küchentuch wird jetzt mit Zucker bestreut. Hört sich seltsam an, aber ist richtig, denn nachher, wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt, wird dieser heiß direkt hier auf die gezuckerte Fläche gestürzt. So. Genau, und deshalb ein frisches Küchentuch und dann streuen wir doch mal Zucker da drauf. Schön gleichmäßig, nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Ich denke, das sollte reichen. Außerdem brauchen wir jetzt gleich kaltes Wasser. Ich habe hier eine Tasse mit einem Pinsel. Und zum Bestreichen brauchen wir natürlich eine Konfitüre. Ich habe jetzt hier eine selbstgemachte Brombeerkonfitüre. Die Brombeeren habe ich letztes Jahr aus dem Garten geerntet und Marmelädchen gemacht. Ihr könnt aber natürlich die Konfitüre eurer Wahl nehmen. Ihr könnt auch eine Creme anrühren und hier reinstreichen. Ich mache es halt, wie gesagt, mit
Brombeere. Und ja nun, jetzt sind wir startklar. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis die Backzeit um ist. Weiter geht es. So sieht das Ganze nach dem Backen aus und wird jetzt hier auf das Tuch gestürzt. Dafür ziehe ich doch die Topflappen mal vernünftig an, wie sich das gehört. So. Und jetzt mit einem festen Ruck. Hau, ruck. Puh, hat geklappt. Sehr gut. Puh, überall liegt jetzt Zucker, aber das ist egal. Hauptsache, das Stürzen hat geklappt. So, das kalte Wasser habe ich jetzt gehabt, eigentlich um das Backpapier damit einzupinseln, damit es sich besser löst. Aber ihr seht, durch das Buttern ist das Ganze schon abgelöst. Jetzt geht es an die Konfitüre und ja, der Boden wird jetzt damit komplett eingestrichen. Eine ordentliche Ladung Marmelädchen. Und jetzt wird mit Hilfe des Handtuchs die Biskuitrolle, also der Biskuit eben zu einer Rolle geformt. Und das Ganze muss natürlich ziemlich zügig sein, damit es nicht bricht. Und so haben wir jetzt schon das Röllchen. Ich hole jetzt mal eine Platte. So, ihr seht, die Rolle ist ein bisschen breiter als meine Platte und die Enden sind eh nicht sonderbar schön, darum schneide ich die einfach schon mal ab. So. Und hier auch. Und dann kann das Ganze hier rüber wandern, mit der Öffnung nach unten, hervorragend. Ihr seht das schöne Zwirbelmuster innen drin. Jetzt kommt einfach noch Puderzucker drauf. Und so schnell und einfach zaubert ihr eine Biskuitrolle, wenn ihr Mutti mal zu Besuch kommt oder wer anders, habt ihr ja unter einer halben Stunde einen selbstgebackenen Kuchen da. Viel Spaß beim Nachmachen und einen wundervollen Tag noch.